Ich bin diese Woche in Gladenbach und gebe ein BR1. Das Seminar läuft super. Ich habe nur 5 Teilnehmende, deswegen können wir richtig gut arbeiten. Aber es gibt eine Sache, die total nervt, und das ist diese Flipchart. Ich zeige euch das mal. Seht ihr die Halterung? Und hier, da geht die ganze Zeit immer das Papier rein und das schabbelt kaputt. Aber da bleibt es nicht stehen, da fängt es erst an. Das richtige Problem fängt an, wenn man anfängt umzublättern. Aber richtig scheiße wird's jetzt. Angenommen, ich will die Flipchart hier jetzt rausnehmen, dann muss ich hier oben diese Teile lösen. Das ist prinzipiell ja nicht schlimm, aber ich zeige euch mal, was das eigentlich macht. Hier wird das ganze System hochgehoben und die Flipcharts rutschen hinter die Unterlegscheibe. Das ist das Resultat vom einfachen Zurückblättern. Das Flipchart-System 2000 von Neuland. Ich hoffe nur, dass es 2000 heißt, weil weltweit und insgesamt nur 2000 von diesen Scheißdingern überhaupt hergestellt wurden und danach sehr viel bessere Flipcharts. Ich bin normalerweise ein großer Neuland-Fan, aber das sorgt total für Frust und ist einfach nur nervig.